aber ein paar Worte muss ich ja doch sagen. Nur wenige Schauspieler können von sich behaupten, dass sie ein neues Jahrhundert eingeleitet haben. Sie, lieber Busch, sind aber im Januar 1900 geboren und zu Ihnen gehört dieser Anfang. Sie erfüllten vieles voraus, was später mit Recht gefordert wurde. Als Kieler Arbeitersohn standen Sie früh in der proletarischen Bewegung. Sie waren am Matrosenaufstand in Kiel beteiligt. Sie spielten nach den ersten Engagements in Kiel und Frankfurter Oder schon bald bei Piscator in Berlin. Sie kämpften später in Spanien und überall wirkten ihre Lieder. Und hier sind wir, die wir sie eben durch 40 Jahre ihres Schaffens begleiten durften, auf dem entscheidenden Punkt angelangt. Lieber Ernst Busch, ich muss immer wieder sagen, wie Sie Brecht, Tucholsky, Becher, Weinert, Mühsam singen, das gilt immer der Sprache, immer dem Wort, dem Sinn und der Klarheit. Darauf wird viel zu wenig hingewiesen. Aber was Sie, lieber Busch, als Volksschauspieler für die norddeutsche Sprache getan haben, das ist noch mehr als das, was die großen österreichischen Schauspieler wie Alexander Girardi und Willi Thaler für die Sprache Nestreus und Raimunds getan haben. Sie singen, um das Wort herauszuheben und haben damit der deutschen Sprache eine schöpferische Kraft gegeben, die heute, wo Worte oft durch Synchron, Plakate, Filme, Überschriften in Sensationsblättern verschleudert werden, doppelte Bedeutung erhält. Wenn die Lieder, die Sie, Ernst Busch, singen, auf Plattenbändern oder was es sonst für Übertragungsmöglichkeiten gibt, überall verbreitet würden, dann würde gerade die Jugend auch in Westdeutschland von den halbstarken Sensationen ablassen. Dann hätte diese Jugend etwas, was sie als junge Menschen begeisterte, was ihnen Halt und Freude gäbe. Sie werden es nicht glauben, lieber Ernst Busch, dass Sie heute an Ihrem Geburtstage schon den Akademienachwuchs gefördert haben. Ich habe hier ein Blatt mit dem Titel Letzte Warnung. Darin schreiben die jungen Leute, kommen wir heute nicht in den Buschsaal, drohen Scheiterhaufen, Pulver, Gift, E605, Galgen, Pistole, Ertränken und Folterwerkzeuge. Sie sehen, das ist alles hier gezeichnet. Hier steht es alles, nicht wahr? Neue Meisterschüler wachsen heran. Es lebe Ernst Busch, der Förderer der Jugend, der Schauspieler, der Sänger, der Kämpfer. Es lebe der Mensch, Ernst Busch.